Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein paar Düfte herausgesucht, welche ich in letzter Zeit gar nicht getragen habe. Das heißt, da reden wir sogar nicht nur von Wochen, sondern meiner Ansicht nach schon von Monaten, in denen ich diese Düfte nicht getragen habe. Das heißt natürlich nicht, bevor du gleich wieder abschalten möchtest, dass diese Düfte schlecht sind oder nicht gut oder Gott weiß irgendetwas. Das sind schon tolle Düfte, sonst hätte ich die in der Regel nicht bei mir. Aber ich sag mal, im Sommer trägt man andere Sachen als im Winter. Die erste Sache, dann sind das so auch die geschmacklichen Vorlieben. Und auch bei einem Duft ist das ein bisschen so. Ich habe mir den aus einem bestimmten Anlass gekauft und ich verbinde ihn einfach mit einer schlechten Erinnerung. Deswegen ist er so ein bisschen hinten angestellt. Und so weiter und so fort. Ich will einfach nur sagen, die Düfte, die ich dir hier zeige, nicht getragen, das sind wirklich gute Sachen dabei, aber es ist halt manchmal so, wie es ist, ab einer gewissen Sammlungsgröße, das kommt auch noch dazu. Ich habe im Moment über 250, über 260, ich weiß gar nicht so genau, Flakons da und Abfüllungen habe ich überhaupt gar keine Übersicht mehr, nur so einen ganz, ganz groben, und ich habe auch teilweise wirklich große Abfüllungen, also 5 ml oder mehr, weil ich diese Düfte dann auch tragen möchte, wie zum Beispiel einen Byredo Balder Freak oder wie einen Dolce & Gabbana Light Blue Forever und. Solche Sachen zähle ich ja auch mit rein. Habe ja heute aber nur Flakons rausgesucht. Es sind 6 geworden. 3-mal Designer und 3-mal Nische. Da ist für jeden etwas dabei. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem hier. Und zwar aus dem Hause Parfum de Marly, dem Calan. Der war, denke ich, schon in einem anderen Video mal mit dabei, in diesem Format die Schrankhüter, was im Endeffekt aufs selbe hinausläuft. Und da habe ich ihn auch schon erwähnt und ich habe diesen Duft tatsächlich seitdem auch nicht nochmal getragen. Also ich glaube, der ist seit einem Jahr, anderthalb Jahren mehr oder weniger nicht einmal von mir getragen worden. Aber ich habe ihn dir das ein oder andere Mal empfohlen, weil der kommt tatsächlich sehr gut an, der bekommt sehr gute Reaktionen. Nämlich ein Kumpel von mir hat den getragen und er hat seinerzeit mal in einem Carcenter gearbeitet und hat dort mit sehr, sehr vielen Mädels, Frauen, wie auch immer, Kontakt gehabt. Und immer wenn er diesen Duft getragen hat, wurde er auf diesen Duft angesprochen. Ja, und er ist jetzt nicht der typische Sunnyboy, Frauenaufreißer, irgendetwas, sondern ein ganz normaler Typ, sage ich jetzt mal. Und dieser Duft kam bei ihm, mit ihm sehr, sehr gut an. Er hat den auch dann direkt immer hier und da ein paar Leuten gezeigt und das ging schon richtig gut. Und ich auch selber, wenn ich diesen Duft aktiv Leuten gezeigt habe, kam der sehr, sehr gut weg. Aber bei diesem Duft ist es das Thema, was ich zu Anfang angesprochen habe, die schlechte Erinnerung. Ich habe ihn mir seinerzeit gekauft, um ein sehr unschönes Kapitel einmal abzuschließen, weil ich meinte, es wäre abgeschlossen, und habe ihn mir diesen quasi gekauft als Erinnerung, als Zeichen dafür, dass dieser Scheiß und Schwachsinn überwunden war. War es dann aber letztlich doch nicht, wie ich dann wenig später mitbekommen musste, und der ganze Quark ging wieder von vorn los, und deswegen hat dieser Duft so ein bisschen diesen Schatten des, ja, wie das Leben eben einmal so spielt an sich, und deswegen trage ich ihn recht selten, weil ich dann immer so ein bisschen dann, ja, du weißt, wie das ist, weißt du, gewisse Sachen sind eben verknüpft und da möchte man nicht unbedingt rein. Trotzdem schöner Duft, ganz kurz beschrieben. Hat diese bitterorange Note an sich, also etwas mandarinig-orangiges, zitrisch nicht unbedingt, es geht schon sehr in das orangige, etwas säuerliche Thema hinein. Dazu eine wunderbare Wärme, die er ausstrahlt, hat diesen ganz leichten Baccarat Rouge-Geschmack irgendwo am Tellerrand mit kleben, aber in erster Linie eben dieses orangig-blutorangige mit diesem warmen, man kann es vielleicht auch mit einer Art Moschus beschreiben, ich würde es auch als cremig irgendwie hier umschreiben wollen, denn er hat einfach diese Cremigkeit, diese Lockerheit, dieses warme, Gentleman-ähnliche, verführerische mit diesem, ja, spritzig-lebendigen. Kurzum, ein toller Duft, sehr, sehr unterschätzt, man spricht selten über ihn, und auch wenn man den Namen Parfum de Marly irgendwie, ja, um die Ohren gehauen bekommt, Calan folgt nicht unbedingt auf dem Fuße. Von dem her, den hier sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Toller Duft. Dann gehen wir über in das Designer-Thema. Da haben wir hier den Prada Luna Rossa Black. Meine auch den hatte ich schon mal in einem, ja, ähnlich gelagerten Format erwähnt. Ich weiß nicht, ich bin mit diesem Duft nie so wirklich warm geworden. Er ist richtig, richtig gut. Also wenn du ihn als Mann tragen möchtest zu einem Date, ich meine auch, dass einige Frauen diesen Duft tragen, weil er selber gut gefällt und auch selber an einer Frau gut funktioniert. Aber wenn du ihn als Mann trägst zu einem Date für irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht hochtrabenderen Abenden oder. Also nicht unbedingt, wenn du irgendwo zum Strandspaziergang, na, wobei, wenn dein Date ein Strandspaziergang am Abend ist,
kann das auch gut funktionieren, aber wenn du jetzt, weiß ich, irgendwo zum Würstchengrillen bei 35 Grad gehen möchtest, oder wenn du irgendwo, weiß nicht, neben den Mülltonnen rumlungerst und irgendwelche Leute mit alten Käseresten bewirfst oder so. Frag bitte nicht, wie ich darauf komme, keine Ahnung. Das ist Honig im Kopf. Und oder Matsch, kann auch sein. Aber generell, wenn es so um das Thema Komplimente bekommen, Verführung und geht, ist dieser Duft einfach ganz, ganz toll. Im Moment kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn er mich nicht vom Stuhl reißt, aber schau einfach mal bei Parfumo, er hat ganz, ganz tolle Bewertungen. Ein warmer, eleganter, verführerischer, wie ich eben schon sagte, Duft mit einer ganz leichten, minimalen Frische zu Anfang, mit einem leichten, mit einem leichten, ja, ganz, ganz dezentem, unterschwellig grünem, vielleicht auch ansatzkrautigem Unterton. Und dann aber diese Wärme, diese Süße, diese Verführung. Ich meine, wir haben ja Tonkabohne mit dabei, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ja, doch, das muss es schon sein. Einfach toll. Ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Kreativität, etwas Minimalste raus, dazu diese süße Verführung, die elegante, ja, Verspieltheit vielleicht nicht unbedingt, aber einfach ein eleganter, toller Duft. So mehr oder weniger weiß nicht, wenn du mit einem Mädel, mit einer Frau, wie auch immer, abends nach Hause gehst, ist es ein bisschen kalt und du legst ihr deinen warmen, behaglichen Mantel um. So, das ist so ein bisschen dieser Duft hier. Und ja, ein sehr, sehr sicherer Kandidat auf jeden Fall. Auch wenn ich ihn persönlich nur sehr, sehr selten ausgrabe, der Prada Luna Rossa Black. Dann gehen wir wieder in das Nischenthema über. Und zwar sind wir da jetzt schön im Sommer angekommen, aus dem Hause Gritti. Nicht Pomelo Sorrento, sondern der Tangerina. Und diesen Duft beschreibe ich dir eigentlich mit Mandarine. Mandarine, Sommer, frisch und gute Laune. Ja, und das Ganze einfach auf einem sehr hochwertigen, wie ich finde, Dufteindruck, wie man es von einem Nischenduft auch erwarten mag. Das heißt, du bekommst nicht einfach nur deine Mandarine um die Ohren gehauen oder die Mandarinschale rechts und links, weißt du, Backpfeife rechts und links und dann, wie hast du, und jetzt sieh zu, 200 Euro auf den Tisch gelegt. Nein, hier ist einfach eine wunderbare Tiefe, ein bisschen ein kleines, minimales Spiel der Noten. Er hat einfach Eleganz, er hat Stil. Es ist ein wunderschöner, für seine Ansprüche komplexer Duft. Es ist nicht der komplexe Duft, wie man das von einigen rosa Düften kennt oder so. Aber für einen Sommerduft, Mandarine frisch, würde ich hier schon das Wort komplex schon, ja, benutzen wollen. Das war zwei, dreimal schon, ist auch gut. Und sonst möchte ich dazu nicht viel mehr sagen. Haltbarkeit und Projektion für einen Duft seiner Couleur, wie zu erwarten, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt. Gefällt mir gerade eigentlich schon ganz gut. Ja, das ist doch schon geil. Ja, das ist wirklich ein geiler Duft. Keine Ahnung, warum ich den so selten trage. Ich weiß es auch nicht. Clara trägt den oft. Also Clara greift sehr oft zu diesem Duft und trägt ihn und geht ihre Wege. Haltbarkeit, Projektion, wie erwartet, sage ich jetzt mal. Und von dem her, da haben wir ihn. Tangerina aus dem Hause Gritti. Gehen wir wieder zurück in das Designer-Thema. Jean Paul Gaultier, Le Male, Le Parfum aus dem Jahre 2020. Und ja, es ist ebenso ein Duft, der extremst gut ankommt. Er ist auch auf Parfumo, glaube ich, in den Top 50 auf jeden Fall mit dabei. Der Herrendüfter. Und hier haben wir im Grunde genommen eine Le Male DNA, sehr unterschwellig wahrzunehmen, aber auf jeden Fall Lavendel hier, die präsente Note aus der bekannten Duft-DNA. Und oben drüber einfach eine wunderbare Süße gepackt, Tonkabohne. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Hauch von Kardamom dabei ist oder viel Kardamom. Ich weiß gerade gar nicht, aber auf jeden Fall Tonkabohne. Tonkabohne. Le Male in Erwachsen. Auf der einen Seite ein bisschen abgespeckt, auf der anderen Seite eben mit noch mehr Süße, mit Verführung, mit diesem Voranpreschen, ohne dabei überfordernd zu wirken. Mit dieser Art und Weise ausgestattet, ging er einfach ins Rennen und hat von Anfang an sehr, sehr viele Leute sehr, sehr stark überzeugt. Er kommt gut an, er funktioniert gut, er hält gut, er projiziert, er bringt unfassbar viele Komplimente. Auch wenn ich ihn so gut wie gar nicht trage, weil er mich nicht so abholt, wie er viele andere abholt. Wird doch mal aufgetragen. Er ist wirklich gut, also es ist auch einfach nicht mein Geschmack. Das heißt, hier für das Date, für die Abende, für den Winter und wenn es dann vielleicht noch ein bisschen, ja, wenn du einfach dieser Le Male-Freund bist und diese DNA kennst und sagst, ich möchte etwas in diese Richtung haben, was trotzdem
unfassbar sicher ist. Unfassbar sicher. Wenn du an den kälteren Tagen abends irgendwo hingehen möchtest und du sagst dir, boah, ich möchte etwas, was einfach nur funktioniert, womit ich null falsch machen kann. Du bist nicht unbedingt der kreativste im Raum. Ja, es ist nicht die innovativste Duft-DNA. Die ganzen Konzepte mit EDT, EDP, Parfum und Elixir, wie wir jetzt haben, ja, und dem Flanker vom geflankerten Flanker, das ist nicht wirklich kreativ. Das ist kein Zeichen davon, dass man vielleicht auch seine Kunden ernst nimmt. Ich weiß es nicht so genau, aber wenn es dir aber darum geht, sehr sicher zu sein, und einen potenziellen Komplimentemagneten zu haben, der richtig gut hält, gut projiziert, dann holst du dir hier den Le Male Le Parfum. Zwei haben wir noch. Wir gehen wieder in das Nischenthema über. Und zwar, ich spreche den Namen jedes Mal falsch aus. Boss Bastard, auf jeden Fall der Duft von ATH, Aaron Taran Huge. Spricht man ihn so aus? Huge? Ich weiß es nicht genau. Sei es, wie es wolle. Kann deine Alternative zum Naxos sein. Ein bisschen mehr auf der Kakaoebene unterwegs, in den ersten Minuten oder in der ersten Stunde ein bisschen mehr in der Zitrik unterwegs und das Ganze nicht auf einem, ich sag mal, wohlwollenden Weg, sondern schon Boss Bastard. Also schon so ein bisschen, ich mache das jetzt einfach so, ist mir vollkommen Wurst, was du davon hältst, wie du darüber denkst, so ist mir komplett gleich, mach das einfach, tschüss, und wenn du halt ein Problem damit hast, dann da auf die Tür kannst du gehen. So, und das ist halt dieser Duft, weißt du, so mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht der Rauschmeißer, es ist nicht das Arschloch oder sonst irgendetwas, aber man merkt bei diesem Duft schon, man hat sich an einem Duft orientiert, der sehr, sehr gefällig ist, hat das Ganze so ein bisschen in eine Bahn gelenkt, die durchaus anecken kann, die durchaus ein Stück weit Potenzial hat zu polarisieren, auch ja, doch, kann man schon so sagen. Trotzdem ein sehr schöner Duft, ein sehr gefälliger Duft, ein unfassbar starker Duft, ein unfassbar langanhaltender Duft. Und wenn du jemand bist, der sagst, boah, ich kenne Mugler's Pure Havan, das ist mir ein bisschen zu eindimensional, ein bisschen zu langweilig, mal probieren. Wenn du Naxos kennst und es vielleicht leid bist, weil in deinem Umfeld auch 10 andere Naxos tragen, vielleicht aufgrund deiner Empfehlung, du sagst, boah, ich mag diesen Duft gern, ich mag diese Duft-DNA, möchte aber ein bisschen was anderes haben und ich möchte vielleicht auch ein bisschen mehr wagen, dann hier auf jeden Fall mal den Boss Bastard ausprobieren, denn all das ist hier auf jeden Fall zutreffend. Und dann der letzte Duft hier in der Runde aus dem Designer-Thema, der ganz normale Victor & Rolf Spice Bomb. Und das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr unterschätzter Duft. In einem, ja, die Optik ist natürlich fantastisch. Und im Grunde genommen hast du das, was draufsteht, einen wunderbar würzig-aromatischen Duft, der dir aber nicht per se einfach den, weiß nicht, die Salzmühle ins Gesicht wirft oder eine Handvoll Pfeffer und dir das einfach so, weißt du, also das macht er nicht. Das Ganze ist wirklich sehr schön ausbalanciert mit einer leichten Wärme, einer ganz unterschwelligen Cremigkeit, dieses Butterweiche, aber trotzdem schon ein sehr ausdrucksstarker, charaktervoller und nach vorn gehender Duft. Eben ein Männerduft, ganz klar, den muss man auch irgendwo ein Stück weit tragen können. Es gibt dort wesentlich anspruchsvollere Charaktere in der Parfümwelt, natürlich, keine Frage, hier, das ist einer der zahmeren, aber er fällt auf jeden Fall auf. In den ersten paar Stunden projiziert er auf jeden Fall richtig, richtig gut, hat dieses Duftprofil eines Duftes, den man definitiv wahrnimmt, ohne sich daran zu stören. Und wenn du Initius Rehab kennst, dann hast du hier schon schöne Parallelen. Und er ist einfach ein bisschen kantiger, ein bisschen rauer als hier im Vergleich der Rehab und als auch viele andere Düfte. Er möchte einfach auch ein bisschen diesem Namen des Spice Bomb gerecht werden, ohne direkt die Bombe abzuwerfen. Weißt du so, er hat die Bombe irgendwo, aber er zündet sie halt nicht. So, dann kann man vielleicht so ein bisschen da in diese Richtung. Toller Duft auf jeden Fall. Kannst du im Grunde genommen immer und überall tragen. Ja. Ja, es ist ein wunderbarer, aromatischer, charakterstarker Duft, der aber gleichsam sehr, sehr umgänglich ist. Also auffallen, ohne zu sehr aufzufallen, ein bisschen polarisieren, ohne zu sehr die Parteien zu spalten und. Also kann man echt drüber nachdenken, kann man wirklich mal drüber nachdenken. Victor & Rolf Spice Bomb. Nicht der Extreme, ja, ganz wichtig, der normale Spice Bomb. So.
Und damit bin ich durch für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir wie immer noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.